Jetzt wollte ich euch noch ein paar Strickanleitungen geben für die verschiedenen Größen. Und zwar haben wir hier einen Kleinkindblock, der ist in der Größe 22 bis 24. Dazu müssen wir 12 Maschen fangen und 10 Reihen stricken. Danach nehmen wir in jeder Reihe eine Masche zu, bis wir auf 20 Maschen sind. Das sind zusammen etwa 18 Reihen. Dann verteilen wir das aufs Spiel und stricken nochmal 18 geschlossene Reihen und machen unsere Spitze wie gehabt bis etwa auf 9 oder 10 Maschen, die wir dann abketten. Dieser Block hier, der kleine, das ist in Größe 27 bis 29 etwa. Dazu fangen wir 14 Maschen und stricken 12 Reihen. Danach nehmen wir in jeder Reihe eine Masche zu, bis wir auf 25 Maschen sind und nehmen in der Mitte von dem Spiel bitte nochmal 2 Maschen zu. Danach stricken wir noch einmal 24 geschlossene Reihen und unsere Spitze, wie ich euch gezeigt habe. Dann hätten wir noch einen Block Hausschuh in der Größe 30 bis 33. Dazu fängt man 14 Maschen und strickt 12 Reihen in rechts. Zunehmen dann bitte in jeder Reihe eine Masche bis auf 28. Das sind geschlossen. Dazu noch dann geschlossen die Reihen 22 Stück und wir machen unsere Spitze dann wie gehabt bis etwa auf 10, 11 Maschen und ziehen es dann zusammen. Ein Block in Größe 38, 40 oder 39, 41 sind 18 Maschen anschlagen und 14 Reihen stricken. Danach bitte auf 36 Maschen zunehmen bzw. 38 Maschen, wenn man es bis 41 haben möchte. Das sind einmal 34 Reihen oder 36 Reihen. Danach wechseln wir aufs Spiel. Wer möchte, wer einen höheren Spann hat, nimmt nochmal 2 Maschen zu in der Mitte. Und dann stricken wir 30 geschlossene Reihen bzw. 27 bei der kleineren Größe. Stricken unsere Spitze wie gehabt bis etwa auf 11, 12 Maschen, die wir zusammenziehen und der Block wäre auch fertig. Ich hoffe, die Größen haben euch so ausgereicht. Wenn nicht, dann schreibt mir einfach was und ich teile euch die anderen Maschenzahlen noch mit bei einer anderen Schuhgröße. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis ein anderes Mal.